Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier einen letzten Impuls vor der Podiumsdiskussion zu geben. Ich habe mich gefreut, diese Einladung anzunehmen, hier nach Bremen gekommen zu sein und Ihnen Ergebnisse aus unserer Arbeit präsentieren zu können. Am Ende werden es zwei Arbeiten sein, die wir unabhängig voneinander durchgeführt haben. Gleichwohl passen sie am Ende des Tages gut zusammen. Ja, sind Sie denn zufrieden mit Ihrem Job? Also in der Tat, ich kann auch sagen, ich bin es. Als Verantwortlicher für den Bereich Arbeitsmarkt und Personalpolitik im Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln ist es in der Tat so, dass man mich als einflussreich bezeichnen kann, weil ich kann schon beeinflussen, was ich arbeite, wie ich arbeite, wann ich was zu machen kann. Und ich glaube, ich darf auch den einen oder anderen Impuls an anderen Orten geben, woraus sich vielleicht auch der ein oder andere Einfluss speist. Ja, gesund bin ich auch. Gesund bin ich auch. Gut entlohnt, ja, mein Chef ist nicht da, von daher kann ich sagen, ja, ich glaube, ich bin auch ganz gut entlohnt. Und auch wenn mein Chef heute nicht da ist, würde ich sagen, ja, auch ich bin gut geführt, auch wenn er es nicht hören kann. Und vielleicht gehöre ich damit zu einer aussterbenden Spezies. Zumindest dann, jetzt muss ich mal gucken, ob die Macht funktioniert, da ist sie. Zumindest dann, wenn man der öffentlichen Diskussion folgt, zum Teil auch der politischen Diskussion folgt, die sich auch niedergeschlagen hat im Koalitionsvertrag. Weil wenn man diese Diskussion verfolgt, bekommt man folgenden Eindruck, dass die Arbeitswelt nicht nur im Wandel ist, das war sie schon immer, sondern dass die Arbeitswelt sich zum Schlechten verändert hat in den vergangenen Jahren, in dem vergangenen Jahrzehnt. Der Arbeitsdruck hat permanent zugenommen, wird gesagt. Es wird gesagt, dass Beschäftigungsverhältnisse unsicherer geworden sind, keine langfristigen Perspektiven mehr bieten. Es wird gesagt, dass die Beschäftigungsverhältnisse zum Teil nicht mehr ausreichend sind, um ein auskömmliches Leben zu führen. Es wird gesagt, dass die Arbeit mittlerweile sich nicht nur auf die Arbeitszeit beschränkt, sondern mittlerweile auch schon auf das Privatleben übergreift, indem ich auch noch abends oder am Wochenende, gegebenenfalls sogar im Urlaub, Anfragen zu bearbeiten habe, beziehungsweise auf Anfragen reagieren muss. Und nicht zuletzt, das haben wir auch heute an vielen Stellen schon angesprochen, haben wir es mit einer Gruppe von Beschäftigten, Mitarbeitern in den Unternehmen zu tun, die von uns allen immer eine Schelte bekommen, nämlich den Führungskräften, die nämlich total inkompetent sind, als Ausbeuter dienen und entsprechend hier den Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, es eigentlich eher schwerer als einfach machen. Und da hilft am Ende, wenn Sie so möchten, nur noch der Arzt, weil die Belastungen so stark geworden sind, dass die am Ende des Tages nur noch die Krankschreibung übrig bleibt und die Menschen mit dem Arbeitsalltag nicht mehr zurechtkommen. Jetzt könnte ich sozusagen an jedem dieser einzelnen Punkte diese, sagen wir mal, Kronzeugen, die eine negative Veränderung in der Arbeitswelt, in den Beschäftigungsbedingungen signalisieren sollen, einzeln ansprechen. Das will ich hier gar nicht tun, das war auch gar nicht mein Auftrag, sondern man könnte sich die Frage stellen, wenn man zu einem solchen Urteil kommt, passt das zu dem, wie die Beschäftigten selber ihren Arbeitsplatz bewerten, ihren Job bewerten? So wie ich Ihnen die Frage gestellt habe, sind Sie zufrieden mit Ihrem Job? Und genau das haben wir uns angeguckt. Wir haben es angeguckt an einer Befragung, die wir nicht selber durchgeführt haben. Das hätte uns auch wahrscheinlich dem Vorwurf ausgesetzt, dass diese Befragung vielleicht nicht authentisch ist, nicht repräsentativ ist, weil Sie wissen wahrscheinlich, dass das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln vorrangig von Arbeitgeberverbänden finanziert wird. Sondern wir haben uns auf eine Beschäftigtenbefragung fokussiert, die von einer Einrichtung der Europäischen Kommission durchgeführt wird, von der Europäischen Stiftung für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in Dublin. Eine Befragung, die alle 5 Jahre durchgeführt wird, die repräsentativ ist, nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder. Und in der unter anderem auch die Frage gestellt wird, sind Sie zufrieden mit Ihrem Arbeitsplatz? Und aus unserer Sicht hätte oder müsste, wenn das negative Bild
was in der öffentlichen und politischen Diskussion häufig gezeichnet wird von der Arbeitswelt, von der Entwicklung der Arbeitswelt, hätte man dies in den Zufriedenheitswerten dieser Befragung der Europäischen Stiftung erkennen können. Was stellen wir aber fest? Und es gibt eigentlich zwei sehr interessante Befunde. Der erste Befund ist der, dass die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten hierzulande, aber auch in Europa, mit ihrem Arbeitsverhältnis zufrieden ist. Also in Deutschland sind das knapp 9 von 10 Beschäftigten, die sagen, jawohl, ich bin mit meinem Job zufrieden oder sehr zufrieden. Das gilt in anderen, sozusagen, wenn man den europäischen Maßstab ansetzt, ungefähr im gleichen Umfang. Was noch viel interessanter in diesem Zusammenhang ist, ist aber ein anderer Befund. Er ist konstant, und zwar seit 15, 20 Jahren. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Und was auch interessant ist mit Blick auf Ergebnisse für Deutschland ist, wenn Sie andere Beschäftigtenbefragungen sich anschauen, sei es Beschäftigtenbefragungen, die von der Bib Bauer durchgeführt worden sind, in sozusagen zwei Formen, in zwei Wellen, einmal 2005, 2006, einmal 2011, 2012, oder wenn Sie Beschäftigtenbefragungen oder Daten aus dem sozioökonomischen Panel heraus lesen, dann stellen Sie immer fest, die Arbeitszufriedenheit ist auf einem konstanten Niveau. Und das ist zumindest erstmal ein Befund, der in Frage stellt, dass sich die Arbeitswelt zum Schlechten gewandelt hat, weil das hätte man dann an den Werten oder an den Angaben derjenigen erkennen können oder erkennen müssen, die sozusagen ihre Arbeitswelt selber einschätzen, und zwar über die Art und Weise, ob die zufrieden oder unzufrieden sind. Wir stellen auch fest, und das ist auch interessant, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa ganz gut dasteht. 9 von 10 waren es in der letzten Welle 2010, die in Deutschland zufrieden waren. Das ist der graue Balken. Und die grünen Balken sind die Länder der Europäischen Union, in denen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beschäftigter sagt, ich bin mit meinem Arbeitsplatz zufrieden oder sehr zufrieden, noch etwas höher ist als hierzulande. Das wären Dänemark, das Vereinigte Königreich und Österreich. Und Sie finden aber das sind also nur 3 Länder, aber Sie finden eine Vielzahl von anderen Ländern der Europäischen Union, wo die Zufriedenheitswerte deutlich schlechter sind zum Teil. Schlusslicht ist an der Stelle Griechenland, und Sie finden eine Reihe von Ländern, die sozusagen, wo wir keinen Unterschied feststellen können zwischen der Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, mit der Arbeitswelt, mit den Arbeitsbedingungen zwischen Deutschland und diesen betroffenen Ländern. Und deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt im Folgenden gerne 2 Punkte ansprechen. Das eine ist, ich möchte mit Ihnen Punkte ansprechen, was macht uns eigentlich zufrieden auf der Arbeit? Was macht uns zufrieden mit dem Job? Wo unterscheiden sich unter Umständen auch die Deutschen von anderen in Europa? Das wird sozusagen der erste Block sein. Und der zweite Block wird dann sein, ein kurzer Blick auf das, was Unternehmen im Bereich der Gesundheitsförderung machen und auch vielleicht die eine oder andere Anregung in Richtung Unternehmen, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man das Thema Gesundheit in diesem Zusammenhang betrachten möchte, weil Gesundheit und Arbeitszufriedenheit oder Zufriedenheit mit dem Job sind 2 Seiten einer Medaille, weil eins stellen wir auf jeden Fall immer fest, Menschen, die gesund sind, sind auch zufrieden mit ihrer Arbeit. Oder umgekehrt. In welche Richtung sozusagen der Wirkungszusammenhang ist, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich geht es in beide Richtungen, dass wenn jemand gesund ist, dass er dann auch eher zufrieden ist mit der Arbeit und dass auf der anderen Seite, wenn jemand zufrieden ist mit seinen Arbeitsbedingungen, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand gesund ist. Unabhängig davon sind beides Aspekte, auf die die Unternehmen achten sollten. Und deshalb auch der Blick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement, weil nämlich die Unternehmen letzten Endes davon ausgehen dürfen, dass zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diejenigen sind, die auch ihre Leistungsfähigkeit, ihre Kompetenzen möglichst so in das Unternehmen einbringen, dass beide Seiten davon einen Vorteil haben, das ist das eine. Das zweite ist, dass zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diejenigen sind, die im Unternehmen bleiben. Das ist in Zeiten des Fachkräfteengpässen, gerade im Bereich in Gesundheitsbranchen oder im Bereich von technischen Berufsfeldern ein wichtiges Kriterium.
Und letzten Endes ist es natürlich auch so, dass für die Unternehmen der Faktor Fehltage, Fehlzeiten aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen natürlich ein wesentlicher Kostenfaktor ist. Aber zunächst einmal zu dem, was macht uns eigentlich zufrieden? Und im Grunde genommen, ich bin Personalökonom als Hintergrund, ich bin also kein Arbeitswissenschaftler. Und wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, schauen wir uns Faktoren an, die im Großen und Ganzen aber dem ähneln, was Sie aus der Arbeitswissenschaft unter dem Modell von Belastungen und Beanspruchungen herauskennen, dass man sich Felder oder Arbeitsbedingungen anschaut, die das Thema Laufbahn bzw. Einkommensperspektiven beleuchten, die das Thema, welches Risiko habe ich, den Arbeitsplatz zu verlieren, gibt es Beschäftigungsrisiken, die Art und Weise, was darf ich in meiner Tätigkeit machen, welche Aufgaben habe ich, wie ist das Klima, auch das klang in dem Forum, in dem ich teilnehmen durfte, eben an, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wie wird geführt, wie ist das Klima innerhalb der Belegschaft mit den Kollegen, welche Belastungen, welche Beanspruchungen habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit und wie ist mein Arbeitszeitregime, passt das zu meinen Vorstellungen, passt das zu meinem Biorhythmus und wie kann ich das im Grunde genommen dann mit meinen privaten Anforderungen vereinbaren. Und es ist ähnlich wie bei den arbeitswissenschaftlichen Herangehensweisen, dass das natürlich völlig klar ist, dass die Merkmale, die mich als Menschen ausmachen, also ob ich Mann, ob Frau bin, ob ich alt oder jung bin, dass das eine Rolle dafür spielt, wie ich Dinge wahrnehme. Es spielt auch eine Rolle, ob ich sozusagen jemand bin, der grundsätzlich sagt, ein Glas ist halb voll oder halb leer, ob der pessimistischer oder optimistischer ist. Auch das spielt eine große Rolle dafür, wie ich meinen Arbeitsplatz wahrnehme und ob ich dann zufrieden bin. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, was ich für einen Anspruch an meinen Arbeitsplatz stelle, beziehungsweise mit wem ich mich vergleiche. Der sozusagen, wo ich sage, ist mein Arbeitsplatz wirklich so gut, wie ich das denke? Und dann gucke ich mir andere Personen an und denke mir, mein Arbeitsplatz ist nicht so gut oder vielleicht sogar super gut im Vergleich zu anderen. Aber wer ist das? Und das ist sozusagen ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und vor allen Dingen, was ganz entscheidend ist, all das kann sich ändern. In den unterschiedlichen Phasen, die wir als Menschen im Verlaufe einer privaten oder beruflichen Biografie erleben, kann sich das ändern, aber letzten Endes wird sich das immer ausdrücken in der Art und Weise, wie ich meinen Arbeitsplatz dann wahrnehme, ob ich dann sage, ich bin zufrieden oder unzufrieden. Und das haben wir nun mit diesen Daten gemacht, mit diesen Umfragedaten, dass wir uns das angeschaut haben und möchte Ihnen jetzt hier schlaglichtartig einige Ergebnisse präsentieren. Es wird Sie wenig überraschen und das ist sozusagen der erste Chart, dass die Einkommensperspektiven eine große Rolle spielen. Das wird auch meistens so vermutet und was Sie hier sehen können, ist in den Balken die Antworten der Befragten in ganz Europa, ob sie mit ihrem Lohn zufrieden sind. Und was auffällt, ist, dass diese Balken deutlich kürzer sind als die Balken, wenn es um die Arbeitszufriedenheit insgesamt geht. Also die Menschen sind, was die Einkommen angeht, deutlich unzufriedener als mit der Arbeitssituation insgesamt. Was Sie auch erkennen können, und das sind sozusagen die roten Karos und die grünen Dreiecke, das ist der Anteil der Menschen, das sind die roten Karos, die mit ihrem Lohn unzufrieden sind, die aber mit ihrem Job insgesamt zufrieden sind. Und die grünen Dreiecke sind diejenigen, die mit ihrem Lohn zufrieden sind und gleichzeitig mit ihrem Einkommen zufrieden sind. Und was auffällt ist, zumindest wenn man Deutschland anguckt, dass der Anteilsunterschied zwischen denjenigen, die mit ihrem Lohn zufrieden sind und denjenigen, die mit ihrem Lohn unzufrieden sind, mit Blick auf ihre Arbeitszufriedenheit insgesamt, dass dieser Anteilswertunterschied verhältnismäßig gering ist. Wir haben zum Beispiel in Deutschland 82% derjenigen, die sagen, mein Lohn, das ist eigentlich zu wenig. Die sagen, ich bin aber gleichwohl mit meinem Job zufrieden. Unter denjenigen, die sagen, ich bin auch mit meinem Lohn zufrieden, ist der Anteil natürlich deutlich höher, der liegt bei 95%. Was aber auffällt ist, dass dieser Anteilsunterschied in Deutschland verhältnismäßig klein ist. In Frankreich ist der deutlich größer. Zum Beispiel sagen dort von denjenigen, die mit ihrem Lohn unzufrieden sind, 71%, nur noch, dass sie mit ihrem Job zufrieden sind, während die Zahl derer, die mit ihrem Einkommen und mit ihrem
mit ihrem Job zufrieden sind, bei 94% liegt. Das heißt also, es hängt auch hier, es ist auch sehr unterschiedlich von den Ländern, ob der Lohn als Zufriedenheitsfaktor hier eine große Rolle spielt. Das Gleiche gilt für Karriereperspektiven. Und wenn man das sich insgesamt mal anschaut, und das ist eine sozusagen Ergebnisdarstellung aus unseren ökonometrischen Analysen heraus, dann stellen wir in der Tat fest, dass die Lohnzufriedenheit insgesamt, wenn man Gesamteuropa sich anschaut, natürlich eine große Rolle dafür spielt, ob ich mit meinem Job zufrieden bin. In Deutschland ist aber dieser Zusammenhang deutlich schwächer. Wir finden einen ebenso schwächeren Zusammenhang mit Blick auf Laufbahnperspektiven. Auch das spielt in Deutschland eine geringere Rolle als in anderen europäischen Ländern. Sehr interessant ist, dass das, was man häufig in der öffentlichen Diskussion verfolgt, nämlich Befristungen, dass die überhaupt keine Rolle spielen, ob ich mit meinem Job zufrieden bin oder nicht zufrieden bin. Und das liegt natürlich daran, dass befristete Beschäftigungsverhältnisse, zumindest was Deutschland angeht, ein Übergangsphänomen sind, gerade für junge Menschen, die den Berufseinstieg schaffen bzw. in der Berufseinstiegsphase sich befinden. Und wir finden auch Zusammenhang zwischen Befürchtungen, dass ich meinen Arbeitsplatz verlieren kann und Arbeitszufriedenheit, aber eigentlich in Deutschland nur dann, wenn ich weiß, dass den Job, den ich habe, dass der so gut ist, dass ich den woanders nicht mehr kriegen kann. Und aber wenn ich weiß, dass wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere und ich habe anderweitig gute Beschäftigungsperspektiven, dann spielt das für die Zufriedenheit mit meinem gegenwärtigen Job keine Rolle. Das ist in anderen Ländern deutlich anders. Die Frage ist zum Beispiel dann auch, und das ist ein ganz wesentlicher Befund, dass natürlich, und das ist das, was Sie in der Arbeitswissenschaft unter Ressourcen subsumieren, wenn ich Gestaltungsspielräume habe, dann sind die Gestaltungsspielräume in der Tat ein ganz wesentlicher Treiber der Arbeitszufriedenheit in Europa, aber auch in Deutschland. Wir haben hier, das sind 5 Items, die dort erfasst werden, in einem Index zusammengeführt, und da kommt man zunächst einmal zu dem erstaunlichen Befund, dass die Einflussmöglichkeiten nach Sicht der Beschäftigten hierzulande deutlich geringer sind als in anderen Ländern, auch in anderen Ländern, als man das vermuten würde. Aber auch hier gilt ein ähnlicher Zusammenhang wie beim Einkommen, dass sozusagen, obwohl ich möglicherweise nur sehr geringe Einflussmöglichkeiten habe als Beschäftigter in Deutschland, auch hier ein großer Anteil derjenigen dann sagt, ich bin mit meinem Job zufrieden. Das sind nämlich weiterhin 3/4 aller Personen, die das so betrifft. Und Sie sehen, dass an dem grünen Dreieck oberhalb des schwarzen Balken, dass diejenigen, die große Einflussmöglichkeiten haben, dass da der Anteil derer sich fast der 100% nähert. Auch das ist in anderen Ländern deutlich ausgeprägter als in Deutschland. In Frankreich beispielsweise ist sozusagen bei einem geringen Einflussgrad nur noch 65%, nur 2/3 der Menschen sind zufrieden, während hingegen bei den entsprechend denjenigen mit einem großen Einflussgrad das ebenfalls sich fast der 100% nähert. Sodass wir auch hier feststellen können, jawohl, Einflussmöglichkeiten spielen eine große Rolle. In Deutschland vielleicht nur eine Nebenbemerkung, betrifft das insbesondere 2 Aspekte, dass ich Ideen einbringen kann, dass diese Ideen auch beachtet werden. Das ist das eine, und das zweite ist, dass ich mitbestimmen darf bei wichtigen Entscheidungen. Was wir aber in Deutschland nicht finden, und das ist etwas, was Sie ganz häufig auch in Analysen oder in öffentlichen Diskussionen hören, ob ich einen sinnvollen Job mache oder nicht, spielt für die Zufriedenheit per se, wenn man andere, sozusagen das ganze Arbeitsumfeld betrachtet, keine so große Rolle mehr. Und da unterscheidet sich Deutschland ganz deutlich von anderen Ländern in Europa. Interessant ist auch, und das ist, wenn man wieder nur auf Deutschland schaut, dass, wenn es um Einflussmöglichkeiten geht, dass es nicht darum geht, permanent mitentscheiden zu dürfen. Es reicht aus, wenn das ab und zu mal passiert. Und das sind die Zahlen, wenn Sie allein schon selten die Möglichkeit haben, Einfluss nehmen zu können, beispielsweise indem Sie eigene Ideen verwirklichen, dann sind Sie schon fast bei den 9 von 10 Beschäftigten, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Das heißt also, es geht gar nicht darum, Beschäftigten Einflussmöglichkeiten immer und zu jeder Zeit zu gewähren, sondern es geht darum, Beschäftigte so einzubinden, dass sie die Möglichkeit haben, zumindest ab und zu ihre
ihren Einfluss geltend zu machen, um dann entsprechend auch ihre Ideen zu verwirklichen, entsprechend die Arbeitsorganisation mitzugestalten und so weiter und so fort. Letzter Punkt, und das ist in diesem Zusammenhang, und das ist ein Punkt, der ja in der öffentlichen Diskussion ganz stark betrachtet wird und der auch sozusagen heute häufiger schon angesprochen worden ist, nämlich das Thema Arbeitsbelastung unter dem, sozusagen unter der Überschrift Stress. Und auch hier haben wir untersucht einmal den Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit auf der einen Seite und Stressbelastung auf der anderen, wobei wir Stressbelastung hier in zwei sozusagen zusammengeknüpften Indikatoren erfasst haben, nämlich ich arbeite häufig in einem hohen Tempo oder ich muss in einem hohen Tempo arbeiten, um meine Arbeitsaufgaben zu erfüllen und empfinde das auch als sozusagen häufig als Stress. Und da stellen wir zum Beispiel für Deutschland fest, das sind die unteren vier Balken, dass der Anteilsunterschied zwischen denjenigen, die zufrieden sind mit ihrer Arbeit insgesamt und relativ gering ist zwischen diesen Kategorien. Also es spielt eigentlich keine so große Rolle, ob ich häufig Stress habe, beziehungsweise häufig in einem hohen Tempo arbeiten muss und dabei das auch als Stress empfinde und denjenigen, die sozusagen selten in hohem Tempo arbeiten müssen und auch keinen Stress empfinden, da ist dieser Anteilsunterschied relativ klein, nämlich 85% zu 94%, die dann sagen, ich bin gleichwohl mit meinem Job zufrieden. Das sieht in den anderen Teilen Europas völlig anders aus. Gerade in Frankreich stellen wir fest, dass in Frankreich ein hohes Arbeitstempo und ein Stressempfinden sich signifikant negativ auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Das ist hochinteressant. Und das ist deshalb hochinteressant, weil wir feststellen, dass nämlich sozusagen die Inzidenz, dass ich mit einem hohen Arbeitstempo arbeiten muss, die Inzidenz, dass ich Stress empfinde, in Deutschland viel verbreiteter ist als in anderen Ländern. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wenn man das alles zusammenfasst, dass bei der Wahrnehmung, ob mein Arbeitsplatz gut oder schlecht ist oder ob ich ihn als gut oder schlecht empfinde und so, wie ich die Arbeitswelt dann auch erlebe, es nämlich auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren ankommt. Es ist eben ein komplexes Phänomen und es hier sehr viele ausgleichende Mechanismen gibt, die auf der einen Seite dafür Sorge tragen, dass bestimmte Belastungen von meiner Seite als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer nicht als solche empfunden werden, beziehungsweise diese das kompensieren und, was auch noch eine ganz wichtige Rolle spielt, ich nicht jede Belastung in gleichem Umfang wahrnehme oder als Belastung empfinde. Und das gilt nicht zuletzt auch für den letzten Punkt, auch das hatten wir heute öfters schon angesprochen über das Stichwort Führungskräfte. Jawohl, wir stellen fest, dass das Führungsverhalten ein maßgeblicher Treiber ist für die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Sie sehen oben die Deutschlandcharts, Sie sehen unten die Charts für ganz Europa. Wir stellen fest, dass die Beschäftigten in Deutschland sagen, signifikant häufiger sagen, ich fühle mich nicht im ausreichenden Maße oder nicht in so hohem Maße von meinen Führungskräften unterstützt, wie wir das in anderen Ländern beobachten können. Das ist sozusagen der erste Balken. Wir stellen gleichwohl fest, dass die Unterschiede wieder, was die Zufriedenheitswerte angeht, verhältnismäßig gering sind. Mit einer Ausnahme, nämlich respektvoller Umgang. Und das ist eigentlich relativ klar. Das heißt, wenn ich natürlich nicht respektvoll an meinem Arbeitsplatz von meinen Führungskräften behandelt werde, dann wirkt sich das signifikant negativ auf meine Arbeitszufriedenheit aus. Und dort sind die Zufriedenheitswerte deutlich geringer. Gleichwohl insgesamt stellen wir in der Tat fest, dass das Führungsverhalten ein maßgeblicher Treiber ist. Warum? Sie sehen hier nochmal die Ergebnisse der ökonometrischen Auswertung. Für Deutschland kommen vor allen Dingen zwei Faktoren zur Geltung, die mangelnde Unterstützung oder die zu selten empfundene Unterstützung durch die Vorgesetzten führt zu einem signifikant geringeren Arbeitszufriedenheit und als die Beschäftigten in Deutschland gucken sehr stark danach, welche Kompetenzen die Führungskräfte hierzulande haben und gerade die Lösungsfähigkeiten bei Konflikten scheinen einen großen Einfluss darauf auszuüben, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden bin. Sie finden das viel ausgeprägter in den anderen Ländern, Sie finden das ausgeprägt insgesamt in der europäischen Erhebung und es ist völlig klar, dass zum Beispiel Belästigung oder so ähnliches natürlich signifikant meine Zufriedenheitswerte beeinflussen.
Soll also heißen, für ein Unternehmen ist es in der Tat ein vielschichtiges Problem bzw. eine vielschichtige Herausforderung, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedenstellen kann. Es ist in dem Sinne ein vielschichtiges Problem, was auch mit dem Thema Gesundheit zusammenhängt, weil ich, wie eingangs erwähnt, gesunde Menschen sind zufriedener oder zufriedene Menschen sind eher gesund. Und das bedeutet, dass das jetzt noch kein Signal der Beruhigung ist und dass alles gut ist im Staate Deutschland oder im Staate Dänemark. Aber es ist eben kein Signal oder es gibt keine Anzeichen, dass man zwingenden Handlungsbedarf hat. Gleichwohl sollten Unternehmen sensibel sein, sich diesen Themen Arbeitszufriedenheit, Gesundheit anzunehmen. Und eine Möglichkeit ist hier das Thema Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, Ergebnisse einer Befragung, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben, wo wir die Unternehmen gebeten haben, was macht ihr eigentlich im Zusammenhang mit Gesundheitsmanagement. Wir hatten dort Bündel angegeben, man kann das sicherlich differenzierter noch erfragen, das haben wir in einer Befragung ein Jahr zuvor gemacht. Was bietet ihr also in diesem Zusammenhang Gesundheitsförderung an? Das reichte dann von der gesundheitsförderlichen Arbeitsplatzgestaltung, Stichworte, Hebehilfen etc., die aber über das hinausgehen, was arbeitsschutzrechtlich angeraten ist, hin über die Gesundheitsprogramme, Gesundheitsberatung in den unterschiedlichsten Facetten bis hin zu dem Einrichtung von institutionellen Formen der Gesundheitsförderung, Gesundheitszirkel, Ansprechpartner, die sich um das Thema in einem Unternehmen kümmern. Und was Sie an diesem Chart ganz gut erkennen können, ist etwas, worauf auch im vergangenen Forum schon hingewiesen worden ist, dass natürlich die großen Unternehmen, die sind alle schon unterwegs. Und die sind, was das Thema gesundheitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung schon alle unterwegs, sie sind, was das Thema Gesundheitsprogramme, Gesundheitsberatung sind de facto alle unterwegs. Bei der Frage der Institutionalisierung ist das noch sehr uneinheitlich, aber immerhin mehr als die Hälfte. In manchen Unternehmen ist das vielleicht auch in der Form nicht erforderlich. Und was wir aber beobachten können, dass die kleineren grundsätzlich hier weniger aktiv sind, gleichwohl immerhin auch hier 8 von 10 Unternehmen aktiv sind. Allerdings, und das ist unsere Überzeugung, jetzt komme ich auf das, was eingangs anmoderiert worden ist, sind wir der Überzeugung, dass isolierte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements oder der Gesundheitsförderung für sich genommen alleine nicht tragen. Und hierzu haben wir das Konzept der Lebensphasenorientierung im Institut der Deutschen Wirtschaft Köln entwickelt und dahingehend definiert, dass wir sagen, ein Personalmanagement, was im Auge hat, ein Mitarbeiter praktisch vor dem Eintritt in das Unternehmen, über die gesamte Phase, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Unternehmen verweilt, bis hin zu der Phase, wo die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlässt, und zwar unabhängig davon, ob es aus Altersgründen oder aus anderen Gründen ist. Unternehmen, die das sozusagen im Blick haben und entsprechende Maßnahmen anbieten und entsprechend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten können, die würden wir als sogenannte Unternehmen bezeichnen, die eine komplementäre Personalpolitik betreiben. Das wäre also sozusagen eine erste Stufe auf einer Skala, auf einer Leiter, einer Treppe hin zu einem strategischen, ganzheitlichen Personalmanagement. Wenn Sie dann auch noch als Unternehmen im Blick haben, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse von mir als Unternehmen, welche Anforderungen habe ich, wen brauche ich in 5 Jahren, wen brauche ich in 6 Jahren, in welchen Qualifikationsgruppen. Und wenn Sie gleichzeitig im Blick haben, was brauchen denn meine Mitarbeiter, was wünschen denn meine Mitarbeiter, dann haben Sie sozusagen schon einen weiteren Schritt getan, damit das Personalmanagement ganzheitlicher aufgestellt ist, dass personalpolitische Maßnahmen auch so wirken, wie Sie sich das hoffen, dann sind Sie bedarfsorientiert. Und in der dritten Stufe, das ist dann unsere sogenannte Lebensphasenorientierung, wo wir nicht nur sozusagen die Anforderungen stellen, dass die Unternehmen sich überprüfen, funktioniert das, was ich da eigentlich im Personalmanagement mache, sondern dass die Unternehmen auch dafür Sorge tragen, und jetzt kommt das Stichwort wieder mit Blick auf die neuralgische Gruppe, dass die Führungskräfte sich auch so verhalten, wie ich das als Unternehmen mir erwünsche, damit sowohl den Interessen des Unternehmens als auch den Mitarbeitern gedient ist. Und letzten Endes, bin ich mir darüber im Klaren, dass die Bedürfnisse von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich in Lebensphasen verändern. Es ist völlig klar, dass ich in jungen Jahren ganz andere Bedürfnisse und Anforderungen habe als in späteren Jahren. Und ich muss mir vor allen Dingen im Klaren sein, dass ich selbst innerhalb der Gruppen völlig unterschiedliche Bedürfnisse habe. Die einen möchten auch im Alter von 45 vielleicht sagen, ich muss jetzt hier mich um meine Pflegebedürftigen
Eltern kümmern. Andere sagen, ich will mich aber vielleicht eher beruflich neu orientieren. Und das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen, völlig unterschiedliche Anforderungen, die ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dann an mein Unternehmen trage. Und jetzt kommt das eigentlich wesentliche Ergebnis unserer Untersuchung. Wir stellen nämlich fest, dass Unternehmen, die ein solches ganzheitliches strategisches Personalmanagement betreiben, signifikant geringere Fehlzeiten haben als andere. Und was ganz interessant in diesem Zusammenhang ist, das ist weniger auf die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement, in der Gesundheitsförderung zurückzuführen, sondern es kommt erst durch die sozusagen Verknüpfung, durch die Ganzheitlichkeit von den einzelnen personalpolitischen Handlungsfeldern, die ich habe, mit dem Bewusstsein, was brauche ich als Unternehmen, was brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bestimmten Lebensphasen und dem Bewusstsein dafür, wie wichtig die Führungskräfte in der Umsetzung des Ganzen sind. Dann habe ich die Chance, dass wir hier auch den Krankenstand für die Unternehmen reduzieren können, beziehungsweise dann verbessern sich die Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen auch einen geringeren Krankenstand haben. Und das ist etwas, was sich für die Unternehmen in barer Münze am Ende des Tages auszahlt. Ganz kurz zum Schluss, dann, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ist, wir sind der Überzeugung, dass die Arbeitszufriedenheit ein guter Indikator dafür ist, wie die Beschäftigten ihre Arbeitswelt erleben und wie sie in diesem Zusammenhang natürlich dann auch Fragen nach Stress, nach gesundheitlichen Belastungen etc. bewerten und entsprechend einordnen. Wir sehen ebenso, dass die Arbeitszufriedenheit in Deutschland vergleichsweise hoch ist, obwohl wir bei einzelnen Merkmalen der Arbeit vergleichsweise schlecht abschneiden. Da bieten sich entsprechend Anknüpfungspunkte gleichwohl für die Unternehmen hier, die Situation zu verbessern. Und wir sehen ganz stark, dass die Führungskräfte ein entscheidender Hebel sind. Das haben wir, glaube ich, heute an vielen, vielen Stellen gehört. Das ist auch so. Führungskräfte sind aber auch dabei zu unterstützen, dass sie einer solchen Aufgabe, einer solchen Herausforderung gerecht werden können. Und das gelingt am besten, wenn man das Personalmanagement ganzheitlich aufstellt. Nicht zuletzt dadurch, weil dann die Signale, die an Führungskräfte und Beschäftigte gleichermaßen gegeben werden, eben wenig widersprüchlich sind oder die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Signale eindeutig sind. Und ganz zum Schluss eine kleine Schutzbemerkung meinerseits, wenn Sie natürlich solche Befragungen haben und solche Befragungen auswerten, geben die Ihnen wertvolle Hinweise. Gleichwohl können wir hier nie in der Regel klare Ursache-Wirkungszusammenhänge identifizieren. Was wir identifizieren können, sind klare Korrelationen, statistische Zusammenhänge. Und die bieten natürlich Anknüpfungspunkte zum einen zur Überprüfung der eigenen Hypothesen einerseits, sie bieten aber vor allen Dingen Anknüpfungspunkte für die Akteure, sei es in Unternehmen, Sozialpartnerverbänden, aber auch in der Politik, Maßnahmen zu unterstützen, die zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Deutschland beitragen, auch wenn wir hier schon ein positives Grundurteil fällen dürfen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen Impuls für gleich auch die Diskussionsrunde geben können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Stette. Es waren hochinteressante Daten.